Hallo und willkommen zurück bei SpongeBob Schwammkopf. Ich zeige euch kurz den kleinen Trick, den ich gemacht habe, um Geld zu verdienen. Denn hier auf der Piste, auf der ersten Piste, der Gubi-Piste, gibt es eine Menge Geld zu holen. Und zwar hier. Und jetzt geht's runter. Da könnt ihr pro Durchgang, den ich gemacht habe, um die 800 kriegen auf einmal. Was nicht wenig ist, wie ihr seht. Dann bin ich hier lang gegangen. Hab die zerstört, bin hier in die Ecke reingefahren, hab gewartet, bis die zu mir gekommen sind. Die restlichen dann auch. Und bin dann über die Reling gesprungen, um dann wieder hier oben weiterzumachen. Ja. Und so bin ich an meine 70.000 gekommen. Spannend, oder? Und jetzt gehen wir zurück nach Hause, denn hier wartet Patrick auf uns. Und den geben wir jetzt die restlichen Socken. Wir gehen raus, denn da wartet Patrick auf uns. Wo ist er denn? Da, Patrick. Patrick, ich habe Socken für dich. Ich habe Socken für dich. Oh ja, eine Menge. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist ein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Muss ich die jetzt einzeln bringen oder kriege ich alle auf einmal? Ich glaube, ich muss die einzeln hinbringen, nicht wahr? Wow, SpongeBob. Ja, muss ich. Aber ich kann es überspringen, zum Glück. Was ganz angenehm ist, muss ich sagen. Wow, SpongeBob. Danke. So, noch zwei Stück. Dann bin ich bei 93. Okay, spannend. 93 ist nicht so viel, wie ich dachte. Wow, SpongeBob. 92. Ohohoho. Und dann rollen wir rüber zu Mr. Krabs, nur um ihm noch was zu geben. So, das waren die letzten Socken. So, jetzt gehen wir rüber zu Mr. Krabs und holen uns da noch die wunderschönen Pfannenwände ab. Für Geld. Hoffentlich habe ich genug, aber ich sollte locker genug haben. Ein Mr. Krabs. Du willst also glänzen, das ist ja. Danke. Kann ich auch mehr auf einmal kaufen und dann einzeln aufsammeln oder so? Geht's auch? Das ist hoch. Okay, einfach davor stehen bleiben. Oh, das wäre genial. Wie viel kostet jetzt? Das ist hoch. Mir egal. Die kosten wahrscheinlich alle so um die 4 bis 7.000 oder so. Gucken. Du willst also glänzende Objekte. 6,5? Das ist hoch. Okay. Wie viele kommen denn noch? Hast du noch einen für mich, Mr. Krabs, oder? Du willst also, das ist hoch. Ah, einer kommt noch. Okay. Ah, vielleicht muss du ein bisschen mehr Geld auftreiben, wie ich gerade sehe. Und das war's. Dann habe ich jetzt wie viel? Okay, hier habe ich alles. Hier habe ich alles. Habe ich alles? Habe ich alles? Habe ich alles? Jupp. 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 Auch alles freigeschaltet. Alles freigeschaltet. Und Patrick habe ich alle Socken. Alle 80 Socken. Dann können wir jetzt den Endkampf starten, der sehr wahrscheinlich hier im Abwehrmarsch stattfindet. Wenn ich schon dabei bin, kann ich das Geld noch mitnehmen. Ich meine, ich brauche das Geld auch wieder, also. Obwohl, brauche ich gar nicht, Lüge. Ich kann schon mal das Ticket kaufen für das Kino. Hör gerade auf. Guten Tag, der Herr. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja. Ticket bitte, guter Mann. Ja. Alles klar. Ich kann ins Kino rein. Oh mein Gott, ich kann rein. Oh mein Gott, wie cool. Was kann ich hier? Was kann ich? Ist das ein Level? Ich habe mich umentschieden. Wir gehen doch am Ende erst da rein. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss, am Ende das Bonusmaterial anzugucken. Daher gehen wir erstmal hier rein. Das Roboter-Hauptquartier. Okay, wir haben 98 oder so haben wir. Ja, hier wird Essen serviert. Ich habe genug. Planktons Labor. Okay, das sieht spannend aus. Planktons Labor. Oh, was da wo wartet? Ein Level? Oh. Nein, ein riesen SpongeBob. Seht euch den Typen an, mit dem großen, eckigen Kopf und mit dieser kurzen Hose. Etwas Grässlicheres habe ich noch nie gesehen. Moment mal, das grässliche Ding sieht ja aus wie ich. Ich wusste immer, dass SpongeBob mal tot sein würde. Grundgütige Gründe. Ein Roboter SpongeBob. Irgendetwas Komisches geht hier vor sich. Und damit meine ich nicht dich. Was anderes Komisches.
Was macht er hier? Plankton, du steckst hinter all dem, oder? Ja, ja, ich war es die ganze Zeit. Sehr, der Duplikatotron. Ich hab den Namen schützen lassen, also denk nicht mal dran, ihn zu klauen. Damit kann ich von absolut jedem eine Roboterkopie machen. Ich wollte eine ganze Armee aus loyalen Robotern aufbauen, die jeden meiner Befehle ausführt. Aber jetzt laufen sie amok. Ich hatte vergessen, den Schalter auf Planktongehorchen umzulegen. Ach. Aber da Papa jetzt zu Hause ist, kann ich das beheben. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Es sollte doch funktionieren. Ah! Es funktioniert bestens. Sie gehorchen mir. Ich wusste, ich hätte keine Kopie von mir anfertigen sollen, aber ich bin einfach zu süß. Das war das letzte Mal, dass du meinen Plänen in die Quere kommst. SpongeBob, darf ich vorstellen? SpongeBob. Hi, wie geht's dir? Darf ich dir meine Freunde vorstellen? Patrick, Sandy? Genug. Seid euch bereit für euren Untergang. Ich will nicht gegen mich selbst kämpfen. Ich will nicht. Oh. Uiuiuiuiui. Schmerzvollen Ort. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier Das muss ich machen. Okay. Das ist das Ticket. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Das ist die falsche Hand, die bringt mir nichts. Die bringt mir nicht die Hand. Hallo? Ui! Ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Das war es. SpongeBob ach, die Hand. Die Hand bringt mir was. Die bringt mir was, die Hand. Das ist das Ticket. Was machst du? Machst du irgendwas überhaupt hier unten oder störst du mich auch nur? Machst du auch irgendwas? Oh Gott, du machst was. Das war ein Kinderspiel. Oh, ich kann nicht hinsehen. Okay, vielleicht ein bisschen. Das war oh Gott. SpongeBob ist wieder im Kampf. Okay. Was muss ich jetzt machen? Ich glaube, ich komme da nicht ran. Die ist wieder kaputt. Muss ich die wieder abschießen? Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen direkten Angriff. Nee. Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen direkten Angriff. Merke ich schon. Der Roboter ist einfach zu groß auf! Für einen solchen direkten Angriff. Jesus. Zu labern. Okay. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier. Muss ich drauf schießen vielleicht? Einsatzleitung. Es kann losgehen. Oh! Und der Roboter ist am Boden. Was? Am Boden? Er hat noch drei... Plankton, alles gut. Great Barrier Reef. Okay. Und noch einer. Oh wow, der Kampf ist schwerer als gedacht. Der Kampf ist sehr, sehr schwieriger als gedacht. Aber laufen. Den oben vielleicht? Sehr gut. Und der Roboter ist am Boden. Au, ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Was? SpongeBob ist wieder im Kampf. Okay, spannend. Spannende Fähigkeit hat der Typ, muss ich sagen. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Da, den da. Das ist das Ticket. Sehr gut. Der Roboter ist einfach zu groß. Und ich will nicht solchen direkten Angriff. Kann ich bitte ein paar davon einsammeln? Nicht gewinnen. Zwei Stück hätte ich gern, danke. Okay, ich kann wieder hoch. Oh Gott, das sieht so gruselig aus, wenn er herkommt. Das sieht so gruselig aus, wenn er so nah rankommt. Das geht ja gar nicht. Oh mein Gott, nochmal. Ah, oh, sieht so gruselig aus. Kann man auch hin und her springen? Ah, es geht auch. Cool. Okay. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier einen. Haha. Okay, der Kampf ist schwieriger als der. Als die gegen Sandy und Patrick. Das ist schon offensichtlich. Oh, ich mag nicht, wenn das an mir rangeht. Upsi. So wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Oh, diese Augen. Oh mein Gott, das ist so gruselig. Ah, so richtig albtraummäßig. Jesus.
Aber ein cooler Kampf, muss sagen. Gefällt mir. Die Seite, okay. Einen noch. Kann ich den auch einfach hier schon holen? Wow. Den habe ich mal da holen können. Wie dumm. Oh, wow. Okay, er dreht durch. Er fällt auseinander. Jo. Oh, wow. SpongeBob, er ist in deinen Kopf geflogen. Nun, dann werde ich ihm in meinen Kopf folgen. Was? Ich meine, in den Kopf meiner Roboterversion, der wie mein Kopf ist, nur größer und metallisch. Und wie komme ich da rein? Roboterplankton, hier komme ich. Wie? Ich fliege einfach. Wie, jetzt bin ich im Kopf drinne? Okay, spannend. Oh, wow. Ist eine richtige Welt hier drinne. Oh, das ist sehr, sehr. Oh, das ist sehr gruselig. Das will ich nicht. Da bin ich gegen. Da bin ich komplett gegen. Da will ich nicht. Und jetzt? Komme ich irgendwie weiter? Hallo? Oh Gott! Komme ich irgendwie weiter jetzt hier oder so? Ah, hier lang. Okay. Und hier muss ich zerstören wahrscheinlich. Ja. Okay, und jetzt? Oh, hier. Das ist spannend. Ist eine richtig wie eine neue Welt. Das ist richtig cool. Oh, ich muss das Ding gleich zerstören irgendwie. Au! Geh weg! Und lass bloß keinen neuen auftauchen hier. Ich meine, ich weiß, was du machen wirst, aber... Tu es nicht. Was ist von der Idee? Warte. Ich wollte sagen, ist denn doch einer, der welche erstellt? Nein, ist es nicht. Es gibt nur den hier. Ah. Oh. Geh weg. Ah, jetzt kommen sie hoch. Okay. Das ist ein echt guter Bosskampf, ich muss sagen. Oh mein Gott, wie tief es runtergeht. Oh mein... Da muss ich noch hin? Och nee. Bitte nicht. Ich will da nicht hin. Okay, jetzt einmal hier zerstören. Jetzt geht's weiter wohin? Oh! Geht's jetzt noch unten? Anscheinend. Cool. Gut zu wissen, dass jetzt nach unten ging. Ui, ui, ich brauche Unterwäsche. Ich brauche Unterwäsche? Da ist er. Ich wusste, er taucht irgendwo auf. So. Kann ich irgendwo Unterwäsche kriegen? Oh, wow. Okay, ich starte also hier neu. Das ist gut. Ich starte nicht von Anfang an. Das ist fair. Ich meine, ich wäre von Anfang an gestartet. Fair. Ich verfehle, glaube ich. Ich verfehle die ganze Zeit. Ernsthaft drüber? Oh mein Gott. Wow. Vor allem erstmal getroffen, jetzt treffe ich gar nichts mehr gefühlt. Was ist denn da los? Ich hau so hart anscheinend. Was ich seltsam finde, weil ich finde nicht, dass ich so hart haue. Geht doch. Endlich. Das hat lange genug gedauert hier. So. Da ist er. So. Dich zerstört und weiter geht's. Und diesmal nicht runterfallen vielleicht. Das wäre eine gute Idee. Okay, da ist einer auf dem Boden. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu
Das ist kein Knopf, aber alles klar. Hallo? Danke. So, jetzt wohin? Oh, hier. Okay. Heilwettertyp. Jetzt muss der hier weg. Aua! Von! Was habe ich erwischt, wenn ich fragen darf? Seine Kanone oder wie? Okay, kurz warten. Es kommen neue Roboter her. Neue Roboter, die ich aufhalten muss. So, bevor was Neues schicken kann, zerstöre ich ihn erstmal. Jetzt kurz warten auf den Plankton. Da ist er schon. So, wann er schießt und mich in Ruhe lässt dann. So. Treffen. Und weiter geht die Schlacht. Alle Neune. Oh. Ah, der geht da durch. Spannend. So. Und jetzt bin ich wo? Oh, ganz oben oder wo? Oh mein Gott, fliege ich hoch. Hier drauf? Oh, hier ist Plankton. Der Plattform muss ich noch treffen hier, oder wie? Lass mich in so Ruhe? Okay, er verschwindet anscheinend. Wie geht der um die Ecke? Kommt er wieder oder wartet er jetzt da oben? Ich glaube, er wartet da oben. Okay, muss ich hier rein. Oh, wow. Oh, okay, das war knapp. Zum nächsten. Ach, da auch wartet er, damit er herkommen kann. Nicht wahr? Oh, das ist er schon. Keine schönen Plattformen zum Kämpfen, muss ich sagen. Gar keine schönen Plattformen zum Kämpfen. So, verschwindest du wieder? Sehr gut. Ach, da muss ich rein. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich habe das meiste. Viel kann ich mir fehlen, oder? Huch! Okay, jetzt springe ich auf mehrere Sachen drauf. Jetzt bin ich hier. Ah, hier ist noch einer. Okay, ich fange ganz links außen an. Ich springe und weiche aus, so gut ich kann. Und werde den Plankton erstmal los. Ciao, Plankton. Und direkt danach nutze ich schon mal die Zeit, um das hier zu machen. Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Oh, ja! So viele... Oh mein Gott, so viele Achievements. 3 Stück auf einmal. Ich bin in seinem Ohr drin und da bin ich. Oh nein, sind arm. Nein. Oh. SpongeBob, du hast es geschafft. Was denn? Was? Oh, tja. All meine Pläne ruiniert. Jetzt reicht's, ich werde Rechtsanwalt. Du hast mich noch nicht besiegt. Ich habe noch unzählige Roboter in ganz Bikini Bottom. Ich rufe. Oh, ein zweiter Plankton. Sei still, du dummer Roboter. Wen nennst du hier dumm? Ich war auf der Volkshochschule. Du übergroße Kaffeemühle. Ach ja, dir zeig ich's. Tja, Plankton, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Oh, das hab ich gewiss. Nächstes Mal mache ich das richtig. Wir haben gewonnen. Wer hat Lust auf Eiscreme? Ich! Sie hat eine schöne Stimme. Ich werde bestraft. Ich weiß nicht wofür, aber ich werde bestraft.
Es gibt da draußen immer noch viel zu tun. Mehr Jungfraumann und Blaubarschbube geben nie auf. Also werde ich es auch. Wir dürfen nicht ruhen, bis Bikini Bottom wieder sicher ist. Na. Yay, wir werden Bikini Bottom retten. Warte, wie? SpongeBob SquarePants. 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 Yay! All unsere Lieblingscharaktere sind da. Wie schön. Das ist schön. Das war sehr schön. Oh, was? Was? Oh, wie cool. Wo bin ich jetzt hier? Warte, wie fange ich an? Ist das eine Arena? Oh, wie cool. Oh, wie cool ist das denn? Das ist wie eine Rollerbahn. Das ist eine Skaterbahn so ein bisschen. Wie, wie so ein Skaterpark. Oh, das ist ja cool. Gibt es eine Abfolge, die ich folgen muss oder so? Gibt es eine Abfolge für? Ja, wäre spannend zu wissen. Okay, warte, es gibt bestimmt eine Abfolge. Okay, ich fang mal. Hier ist Start. Okay. Ich mach mal Start. Ich fang mal in die Richtung. Ich fang mal hier an. Nee, warte, ich fang die Richtung an. Das macht mehr Sinn. Nee, warte, hier ist nichts. Fang ich hier an. Ich schau mal geradeaus und guck, wo ich lande. Ich lande in einem Ring. Technische Sprenkel. Gut, dann fahre ich weiter. Komm hier zum Start und merke, dass ich hier hoch kann. Dann gehe ich mal hier hoch. Kann ich da rein? Ich will da rein. Ich will da rein. Wieder hoch. Das ist cool. Das ist ein cooles Bonus-Level, muss ich sagen. Nein! Ah, nein! Ich wollte nicht weg. Nein, ich war so nah dran. Kann ich da wieder rein? Hallo, ich will zum Bonus-Level. Oh. Aber wir haben alles. Wir haben alle Funwender. Ja! Kann ich zurück ins Bonus-Level? Ich fand das cool da. Ich fand das irgendwie cool. Kann ich denn zurück? Irgendwie? Hier? Ne, ist Traumwelt. So, aber jetzt gehen wir endlich uns die Videos oder die Bilder im Kino angucken. Denn jetzt haben wir Zeit dafür. So, fangen wir an. Ah, Tickies. Oh, ich mag die blaue Version auch gerne. Und ich mag die oben rechts. Schöne Farbe. Die grünen, ja, die grünen mag ich nicht so gerne. Aber die roten sind schön geworden. Die roten und blauen sind cool. Ich mag das Gelb da an den Augen. Mhm. Tubelet Concept. Stimmt, ich kann die Gegner auch angucken am Ende. Ja, muss ich auch noch machen. Im Polizeirevier. Okay. Ich mag das Design am liebsten. Das mit Gas gefällt mir nicht mit dir. Aber die Krabbe ist süß. Die Krabbe ist niedlich. Ach, das ist die Heldenhülle. Snick Concept, Color, Cold Drip all over the place. Das ist der große Blasending. Ich mag die Idee, dass er solche Luftballons da hatte oder sowas. Das ist cool, aber ich mag die jetzt irgendwie so am liebsten. Von den allen, ja. Sleepy Time. Der hat sich anscheinend nicht viel geändert. Der war schon immer so, wie er jetzt ist. Oh, das ist ein Wecker. Ich habe nie gesehen, dass die Lampe ein Wecker ist. Da haben wir Plankton. Oh, da haben wir den bösen, bösen Plankton. Und da oben ist das Original. Ah, sie haben ein bisschen was an den Antennen geändert. Das ist cool. So kleine Dinger angegeben. Und da haben wir den Typen, der Wetter macht. Oh, warte, haben die alles Original in der Ecke? Oh, wie cool. Hä?
Tadiris? Es gibt einen Tadiris-Boss? Hä? Wo das denn? Ich hab doch ein Level und alles gemacht. Oh, Sand Mountain. Aber das sieht sehr nach Schnee aus irgendwie. Da finde ich die jetzt so besser, weil das Sand sieht wirklich nach Sand aus und nicht nach Schnee. Robo SpongeBob! Den kennen wir doch, von gerade. Von gerade erst. Oh, da oben, mit der Unterwäsche. SpongeBob. Aber das ist eine Karate, sein typisches Karate-Outfit. Und das oberste ist, glaube ich, eine Anspielung auf die Folge am Strand, wo er diese Muskeln hat. Das ist der Kelpdschungel. Sieht so schön aus alles hier. Ich mag, dass da oben in der Ecke so das Originaldesign ist irgendwie. Das finde ich cool. Was war das für eine Höhle? Hä? Wo ist die Höhle denn gewesen? Oder gab's die gar nicht die Höhle? Spannend. Oh, die Kristallmine. Ach, das ist die Höhle in der beim Quallenfischding. Und da sieht man, wie diese Käfige funktionieren. Von innen. Cool. Schön. Ich bin davon ein großer Fan von solchen Sachen. Von diesen Designs. Die Edelsteinhöhle. Der Arfbot. Der hat sich auch nicht viel geändert, glaube ich. Nö, der hat sich auch nicht viel geändert. Aber sieht cool aus. Der Bissbot. Ja, die fliegenden Kühe. Warum? Wieso gibt es fliegende Kühe? Das habe ich nie verstanden. In Sandys Traum. Wieso? Die normalen sahen ganz, ganz anders aus. Interessant. Ich mag das Bunschmobil-Domen-Ecke. Wasser! Ich brauch das nicht! Ich brauch das nicht! Ich brauch das! Ach, hier ist der Bus-Stop. Und die schöne Ecke, dieses kleine Dreieck-Bus. Und so sahen die alten Spiel anscheinend aus. Ich mag die jetzigen ganz gerne mit den großen Buszeichen, das ist cool. Ah, Robo-Sandy. König Jellyfish. Der fliegende Holder. Oh, der Zöpfe. Hab ich nie gemerkt. Ich habe nie gemerkt, dass er Zöpfe an den Seiten hat. Diese zwei Pigtails zugesehen. Und wer warst du? Klangtau? Nee. Ach, du warst die Schreckensgarnele in der Heldenhöhle. Miniboss, den ich fast vergessen habe irgendwie. Patrick! Oh mein Gott, auf der Hose! Das sind Totenköpfe anstatt Blumen! Nee! Stimmt das? Das ist die Arena. Oh wow, die Arena ist cool. Das ist cool. Das wäre ein richtig cooles Level gewesen irgendwie. Dieses Industrial, dieses Industriegebiet. Das wäre voll cool gewesen. New Tiki-Plattform. Ah, okay. Die waren im Dschungel. Das war's. Ich will nochmal kurz nach vorne wieder zu Sandy gehen. Ob ich da auch was sehe am Roboter, was neu ist? Nicht wirklich, glaube ich. Die Blume ist halt Nintendo, das ist cool. Aber ich will nochmal kurz dann zurückgehen. Was war SpongeBob da unten? Oh, hier ist doch ein Typ, der so viel Geld bezahlt hat. Hey, Kumpel. Du hast auch rausgenommen, ne? Und die Tikis sind kleine Billys. So gut. Okay, ich gehe noch kurz hier in das Industriegebiet. Kann ich da gegen Patrick mal kämpfen? Geht das? Kann man nochmal gegen Bosse kämpfen oder sowas? Ach, sehr gut. Ich bekomme mal, wie ich diese Hosen hat. Er hat wirklich diese Dinger. Oh mein Gott, er hat wirklich die, wow, das habe ich nicht gemerkt. Er hat wirklich hier, Totenköpfe. Okay, cool. Dann habe ich, glaube ich, alles getan, was es tun gibt, soweit ich weiß. Ich speichere nochmal kurz und gehe ins Main. Ja, 100%. Sehr gut. Und gehe ins Main-Menü rein. Ich glaube, da habe ich alles gemacht, was ich machen konnte. Mehr Spieler. Kann man es auch allein spielen? Das gucke ich mir beim nächsten Mal an. Wenn nicht, dann muss ich halt.
Okay, verstehe. Gut. Ich werde es mir angucken beim nächsten Mal. Vielleicht kann ich einfach nur einen Robotypen hinstellen, der einfach nur rumsteht. Ich will gucken, was man machen muss da. Gut. Dann, wenn nächstes Mal nicht so spannend wird, dann sage ich jetzt schon mal danke fürs Gucken. War eine schöne Reise mit euch. Es war aufregend. Und es hat echt gut getan, dieses Spiel wieder zu spielen. Das war wirklich Kindheit für mich teilweise. Und es ist sehr befriedigend, jetzt endlich 100% gespielt zu haben. Das ist toll. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann bei SpongeBob. Nee, gar nicht wahr. Also doch, wir sehen uns auch mal bei SpongeBob, logisch. Aber dann sieht man sich beim nächsten Projekt. Ich habe schon ein paar auf dem Plan, die ich machen möchte. Ich muss gucken, was jetzt erst dran kommt. Aber ich habe schon eine Idee, was ich machen möchte. Daher lasst euch überraschen. Ein bisschen dauert es noch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Tschüss. Oh mein Gott, bin ich doof. Ich rede noch gerade davon und vergesse dann total, dass ich die Roboter angucken wollte. Daher werde ich das noch kurz einschieben, bevor das Intro ganz abspielt. So, was haben wir denn hier? Okay, wir fangen mal ganz vorne an. Wir haben ganz vorne Futter. Raffinierter elektronischer Berührungsangriff. Nicht groß, genug für die meisten Achterbahnen. Aber wilder als ein Rudel bösartiger Muscheln. Yeah, Futter. Dann haben wir Klatscher. Er hat den wildesten Klatschangriff mit der flachen Hand. Experte für Fußmassagen und fürs Auspressen von Zitronen. Außerdem führt er entzückende Puppenspiele auf. Das glaube ich mit so vielen Fingern. Chuck. Nerviger Raketenangriff. Kriegt gerne Wutanfälle. Und wirft gerne mit verschiedenen militärischen Waffen um sich. Nicht besonders freundlich. Bomberbot. Bots, die dir folgen, machen Bumm. Das ist ein Bot, den man seinen engsten Feinden an den Hals wünscht. L. Das ist mal ein fieses Ungeziefer. Hat einen Katzenvernichter-Kaliber. 45. Achso, hat einen Katzenvernichter-Kaliber 45. Die stärkste Hundehütte aller Zeiten. Hammer. Ach, Ham wegen. Sehr gut. Beeindruckender Fleischabfallprodukt-Angriff. Klüger als er aussieht. Brokkoli und ein guter Chianti passen wunderbar dazu. Monsun. Elektroschockangriff. Ziemlich empfindlich. Liest Gedichte. Mag Pflanzen und säbt gerne umherläufende Bewohner. Hat ein Dreirad, wie süß. Und er klebt man auf der Brille. Schwimmringer. Komm immer zu dritt. Oder ein Sechserpack mit Gutschein. Unfassbarer Wackelpuddingangriff. Bleiben sogar im Milch knusprig. Was? Bleiben sogar im Milch knusprig? Was? Psst, Bot. Gammastrahlenangriff mit Zitronenduft. Ein bisschen unberechenbar. Leide Geld, ohne es zurückzugeben. Jage willkürliche Sachen in die Luft. Elöter. Wie Köter wahrscheinlich. Lästiger kleiner Kriecher. Beißt die Hand, die ihn füttert. Beherrscht eine beeindruckende Auswahl an Tricks. Fängt Schwämme, jagt Eichhörnchen und verbrennt spontan. Tartar. Unheimlicher Angriff mit fliegender Tartarsoße. Riecht ein klein bisschen besser als abgestandener Fisch. Was ist Tartarsoße? Ich google das jetzt. Was ist Tartarsoße? Das wundert mich schon die ganze Zeit. Ich will es wissen. So. Tartar-Soße. Da. Es ist eine Soße, die sehr oft benutzt wird, die man beim Fisch sehr oft isst. Deswegen mögen wahrscheinlich Leute unter Wasser die nicht so gerne. Das macht Sinn. Schlafenzeit. Größtenteils harmlos. Es sei denn, er wird geweckt. Ein bisschen launisch. Drückt seine Gefühle gerne dadurch aus, dass er alles in sich weiter sprengt. Oder durch Malen mit Fingerfarben. Oh, aber keine Finger. Er hat doch gar keine Finger. Slick. Ekeliger Ölfleckangriff. Trägt keine Unterwäsche und badet auch nicht regelmäßig. Genau die Sorte Roboter, vor die euch eure Mutter gewarnen würde, Kinder. Ja, traut keinem Slick. Mm-mm-mm. Cowbot. Ein etwas instabiler Plagegeist. Passt auf seinen Mundgeruch auf. Kaut gerne auf Spielzeugen, willkürlich ausgewählten Bürgern und Pantomim herum. Und zuletzt, Plankton. Plankton ist der vorbildlichste Bürger,
den ich kenne. Hilf gerne anderen, sing gerne, hack gerne Computer, vergiss den letzten Punkt wieder. Plankton ist der Beste. Hack gerne Computer, nicht hackt. Ah, das sind also Roboter, die es gibt. Cooles Design, muss ich sagen. Also die meisten haben recht cooles Design bekommen. Das gefällt mir. Ja. Gut, dann kann jetzt Intro abspielen. Sorry nochmal für die kleine Unterbrechung, aber es musste sein. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.